Das Neujahrskonzert ist nicht nur Tradition, sondern auch der musikalische Auftakt in das neue Jahr. In Wals-Sitzenheim hat man sich im Jubiläumsjahr 10 Jahre Bachschmiede ein besonderes Orchester dazu eingeladen. Das Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmonie. In ihrem Programm verbindet Leiter Christian Alexic klassische Traditionen mit neueren Musikstücken. Es ist einfach, das Programm muss einfach den Leuten gefallen und man muss verschiedene Aspekte einbringen, wo die Leute aus den verschiedenen Bereichen immer wieder was Neues finden. Und es soll nie langweilig werden und sie müssen, wie gesagt, so eine Reise machen mit Überraschungen. Und da die richtigen Highlights der Überraschungen finden, das ist das Wichtigste. Ob es jetzt Tango ist oder Ungarisch, das ist egal. Es muss auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle sein. Spätestens im zweiten Block, beim Tango, wird den Besuchern klar, das ist kein klassisches Konzert. Salonmusik ist leichte, beschwingte Musik, die die Energie auf das Publikum überträgt. So entsteht eine unvorhergesehene, entspannte Atmosphäre. Ja, es ist zur schönen Tradition geworden, dass wir unser Jahr, das kulturelle Jahr in der Bachschmiede und in der Gemeinde, wo wir sitzen, mit einem klassischen Konzert beginnen. Und jetzt war heuer mal ein neuer Versuch, ein neues Ensemble eingeladen aus Bad Reichenhall. Und ich muss sagen, was ich so gehört habe von den Gästen, es war sehr schwungvoll, mal ganz was anderes. Und ich glaube, dass alle begeistert waren. Mir hat es sehr gut gefallen, mal ganz was anderes, nicht nur so klassisch. Und ja, war ein schöner Abend und ich glaube, ein richtiger, schöner Start ins neue Jahr. Für die 20 Musiker des Salonorchesters ist der Konzertauftakt ein Erfolg. Die leichte Nervosität im Vorfeld war unbegründet. Der Funke ist auf das Publikum übergesprungen und hat den musikalischen Abend zu etwas Besonderem gemacht. Das hat schon eine besondere Qualität, ein Neujahrskonzert. Und mit den ersten paar Stücken, wie gesagt, ein klassischer Walzer und so weiter, da wird man dem schon sehr gerecht. Und dann ist es aber... Der Rest ist einfach gute Stimmung verbreiten und dass man sagt, damals habe ich am Anfang des Jahres dieses Konzert gehört und mit dieser positiven Stimmung bin ich rausgegangen. Wenn wir das erreicht haben, egal mit welchen Stücken hinterher, dann haben wir unser Ziel erreicht. Bei diesen Klängen freut man sich schon auf die nächsten kulturellen Highlights in Wals-Sitzenheim.